Ja, hallo zusammen. Da sind wir wieder mit Let's Play von Tenchu 2. Allerdings muss ich erstmal kurz was sagen. Und zwar, ich habe gestern keinen Part aufgenommen, weil ich doch am Dienstag nach der Aufnahme doch sehr krank wurde. Und da musste ich gestern zum Arzt und so. Und deswegen konnte ich gestern nichts aufnehmen. Aber das hat sich jetzt gebessert. Und jetzt bin ich heute halt wieder da, noch ein bisschen angeschlagen, aber es reicht zum Let's Playen. Und genau, dafür als Ausgleich quasi gibt es jetzt heute nochmal zwei Parts und morgen nochmal zwei Parts, weil ich habe heute und morgen frei. Und genau, dann würde ich sagen, spielen wir, vielleicht schaffen wir sogar Tatsumaru noch in dem Part, wer weiß. Na, ich würde sagen, machen wir einfach mal weiter hier, weil wir sind jetzt, da muss ich erstmal noch mal überlegen, wo waren wir denn noch mal? Geheimhafen, genau. Wir waren am geheimen Hafen. Und wir sollen den geheimen Hafen jetzt beschützen vor Todas Leuten. Beziehungsweise Godas Leuten. Entschuldigung, wir kämpfen ja gegen das Gute. Godas Leute. Und genau, ich weiß nicht, ob es hier einen Endgegner gibt. Deswegen nehme ich jetzt einfach mal ein paar Items mit. So, dann geht's ja auch direkt los. Jawohl. Ah, wir kommen hier hinten raus. Das, was wir beim Rikimaru gesehen haben, hier diese. Ne? So, ich muss jetzt erstmal wissen, wie die Gegner hier aussehen, weil das sind andere Gegner jetzt. So, dann würde ich sagen, fangen wir direkt mal an. Ja, wie gesagt. Ah, ich glaube, die Blauen müssen mal killen jetzt, ne? Ja, stimmt. Stimmt, ja. Okay, die Blauen. Alles klar. Unsere früheren Buddies. Sozusagen. Nein! Oh mein Nein! Oh! Shit, wieder so ein blöder Fehler. Aber ich wollte mich doch wegdrehen, aber dann hat er sich an der Wand festgehalten, ey. Egal, ich glaube. Das fickte. Ey, immer am Anfang des Parts. Ich weiß nicht warum. Am Anfang des Parts passiert immer eine Scheiße und dann läuft es gut. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber ja, keine Ahnung. Am Anfang des Parts passiert immer irgendeine Scheiße. Das ist doch nicht wahr. Und das Blöde ist, die haben nämlich auch keine Items für mich hier, ne? So, du bist jetzt fällig hier. So, zack. Der nächste Gegner ist tot. Dann gehe ich nochmal hier in die Richtung, weil vielleicht ist da noch jemand oder eine Itembox oder so. Weil ich weiß nämlich echt nicht, wo mit Tatsumaru die Itemboxen sind. Weil ich habe den auch. Ich glaube, ich habe den nur bis. Ich habe den noch nie. Ja. Noch nie gespielt sozusagen. Doch, ich gespielt schon, aber nicht komplett. Ne? Ah, ist ein Unschuldiger. Alles klar. Eine Gegnerpatrouille. Die gibt's jetzt hier auch, okay. Ich muss aufpassen, ey. Mensch, Mensch, Mensch. Gibt's hier keine Itemkiste? Ich will eine Itemkiste haben, Mensch. Vielleicht da oben, ha? Wer sieht mich da denn? Wer sieht mich da denn? Ist da der Unschuldige, ernsthaft? Okay. Oh nein, 62, Alter. Ach, da! Okay, alles klar. Verdammt, ey. So, jetzt. Und, ja, zack. Ah, wieder andere Kills, das ist gut. Okay, den hätten wir. Da kommt. Ich gehe mal lieber hier weg. Ja. So. Ich habe, glaube ich, eben die Leiche weggeschoben. Aber das ist okay. Oh, da ist direkt der nächste. Alles klar. Lauf direkt hin. Lauf direkt hin. Ja. Oh, ein Seitenkill war das. Der hat dem nämlich in die Fresse getreten. Ja. So gehört sich das doch. So, da oben ist direkt der nächste. Viele Gegner, ja. Es kann sein, dass das einmal entdeckt worden nicht so schlimm ist hier. Wer weiß.
Ah, hier ist aber auch keine Itembox, wa? Was ist das denn hier? Ein Haus? Das habe ich auch noch nicht gesehen, wa? Oh, hier sind echt viele Gegner. Viele, viele Gegner. Aber das ist gut, weil ich brauche viele Punkte, um die Statistik wieder ein bisschen aufzubessern. Und ich hoffe, dass es hier eine Itembox gibt. Auch wenn es wahrscheinlich nur die Sauerstoffflasche wird. Aber egal, Hauptsache es gibt eine Itembox, die ich mal wieder finde. Oh, was haben wir denn hier unten? Kann man das hier kaputt machen? Nee. Okay, schade. Oh, es hängt. Mein Rechner macht wieder irgendwas. Keine Ahnung. Okay. 61. Ah, da! Okay, alles klar, ich sehe dich, mein Freund. Ich sehe dich. So. Soll ich den Kill von oben probieren? Na, ich traue mich das nicht. Nee. Ah, Lecksprung. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Boah. Jo. Was war das denn? Ah, er hat ihm die Kehle aufgeschnitten. Okay. So. Ah! Oh! Oh! Ah! Ach du Scheiße, habe ich mich erschrocken gerade. Oh, da war so eine scheiß Bombe. Und die zieht direkt 35 Hitpoints ab. Ich hätte mir noch kleine Medipacks mitnehmen sollen, ey. Shit, boah, wie voll, Alter. Hab ich mich gerade erschrocken. Und da oben ist ein Stein drauf, ne? Da oben ist ein Stein. Und der kullert wahrscheinlich runter, wenn ich hier irgendwo drauf gehe, ne? Ich suche diese verblödete Itembox. Ist die hier nirgendwo? Ich gehe nochmal zurück. Oh, Rechner. Tu mir das doch jetzt nicht an, Mensch. Nicht jetzt hier rumlecken. Ich weiß nicht, was der da die ganze Zeit am Arbeiten ist. Naja, egal. Nö, hier ist keine Itembox. Was ist das denn da? Was ist das denn? Ah, ein Ast. Okay. Nö, das ist nicht das, was ich suche. Im besten Willen nicht. Was sei denn? Die Item... Nee, hier komme ich ja her. Oh! Hör auf, hier rumzulegen. Oh, ey! Das macht doch... Ey, das ist doch krass, was jetzt hier passiert. Ich glaube, ich mache gleich... Ich mache gleich, glaube ich, erstmal einen Schnitt rein. Oder so, weil immer wenn ich das sage, dass ich einen Schnitt mache, dann läuft's wieder, so wie jetzt. Nein! Oh, gar nicht gesehen! Gar nicht gesehen und der Unschuldige auch und oh Mann! Da habe ich einmal auf meinen Rechner geguckt und da war der auch noch hinterm Baum versteckt. Scheiße! Und dann noch der Unschuldige. Oh. Mann, das ist doch scheiße, wirklich, ey. Jetzt passt schon wieder so ein Kack hier. Aber egal, hier sind sehr viele Gegner. Vielleicht reicht das ja noch für Großmeister, wer weiß. Man verliert ja quasi 30 Punkte, glaube ich, wenn man entdeckt wird. Und ein Gegner bringt 30 Punkte. Muss ich mal gucken, ob das vielleicht sogar noch reicht, ne? Nur ich suche halt auch diese scheiß Itembox, ne? Weil ich will endlich mal mehr... Ah! Was macht der denn? Warum rennt der mit dem Schwert... Ah! Zwei Stück! Ah, der pennt, okay. Ah. Der pennt da! Alles klar, cool. Boah, viele Gegner. Richtig viele Gegner hier. So. Zack. Und direkt der nächste. Und zack. Ey! Ey! Boah! Ey! Nur weil der Tatsumaru wieder nicht trifft. Nur weil der wieder nicht trifft, ey. Shit, Mann. Aber nichts passiert. Der hat mich nicht entdeckt.
mich nicht entdeckt. Vielleicht ist hier oben ja wieder die Itembox, ne? Ne, hier ist nichts. Keine Ahnung, wo die Itembox wieder ist. Kann mir das jemand verraten, ob die Itemboxen wirklich die Anzahl geringer geworden ist in den Levels? Weil irgendwie kommt mir das doch sehr stark so vor. Ne? Das ist schade. Finde ich sehr schade, weil bei Tatsumaru generell genau. Nee. Speziell bei Tatsumaru braucht man doch mehr Items, finde ich, weil die Steuerung doch sehr schwer ist. Nein, hier ist nichts. Vielleicht auf der Insel da vorne. Da ist ja eine Insel. Man kennt ja noch die Karte. Ne? Da ist ein Gegner. Diesmal ist da ein Gegner. Ich plansch mal ins... Ah, gut. Okay. Ne, nix gesagt. Was ist denn hier? Ah, da. Da. Da oben. Alles klar. So, wenn ich meinen Kletterhaken da links dran schmeiße, dann wissen wir ja schon, der hält sich nicht fest. Von Rikimaru wissen wir das. Und dann würde ich sagen, gehe ich hier hoch einfach. Hier hinten. Genau. Ich muss hier hinten nämlich hoch. Komm, lauf! Oh mein Gott! Boah! Boah! Also, hier ist aber auch keine Itembox. Das verstehe ich nicht. Ich verstehe es nicht. Warum gibt es keine Itemboxen bei Tatsumaru? Ich wollte eigentlich, ich hätte eigentlich schon mal ganz gerne noch eine Granate und eine Rauchbombe, ne? Die gehören ja dazu, zu jedem Standardrepertoire eines Ninjas. Aber irgendwie... Oh! 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 Da war noch eine Bombe, ey! Boah, ich hab mich wieder voll erschrocken, ey. Trink das. Boah, scheiße. Alter, mein Herz pumpt. Boah! Was war das denn, ey? Das ist ja... Das ist ja Slender-mäßig, diese Schocker hier, ey. Wenn man so blöd ist und in eine Bombe läuft, ja. Ich weiß, aber... Oh, was war das denn für ein Schocker? So, Kill von unten. Zack. So, da hast du. Alles klar. Immerhin wurde ich nicht entdeckt, ja. Ich wurde nicht entdeckt. So langsam, vorsichtig... Weil die Sicht ist eingeschränkt, ja, ja. Ich weiß. Wo ist die Itemkiste? Wo ist diese scheiß Itemkiste? Es gibt hier keine Itemkiste. Warum gibt es hier keine Itemkiste? Da hinten. Ja, weiter geht's. Ja, es gibt sehr viele von denen hier, ne? Und lauf. Ja! Den habe ich. Okay. Naja. Ah, der nach vorne Schlag ist so, okay. So. Nö. Keine Ahnung dann, woran das jetzt liegt, dass ich hier wieder keine Itemkiste finde. Ja, egal. Genau. Da ist nichts, weil hier ist manchmal auch Wasser drin, aber irgendwie nicht. Sehr schön. Ne, auch nicht. Nö, ich habe wieder keine Itembox gefunden. Das ist irgendwie... Irgendwie scheiße wieder. So, da oben ist nichts, ne? Da war ich ja schon drauf. Richtig, hier ist nichts. Ne, dann muss ich wieder durch ohne Item. Oh, Überraschung. Aber dass das echt so schwer war bei Tatsumaru ohne Items, das wusste ich nicht mehr so. Ne. So. Dafür, da gibt es jetzt keinen Sniper, dafür gibt es da jetzt einen Bogenschützen. Ist auch ein netter Tausch.
So, beruhig dich mal. Beziehungsweise dreh dich mal rum. Ja, sehr schön. Kill von oben. So, ich probier's. Nein, es hat nicht geklappt. Dafür ist natürlich einer auf dem Schiff, ist klar. Ah, da sind keine Leute mehr drin. Ach, das heißt, da unten sind keine Leute mehr drin. Rikimaru war schon hier und hat hier alle gekillt von uns. Ja? Dreh dich nicht rum. Dreh dich nicht rum. Oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank. So. Alles klar geschafft. Ja, das war's auch. Okay. Alles klar. Ich musste hier auch nur alle Gegner killen. Ich hoffe, diesmal sehen wir die Statistik. Naja, egal. Was ist das denn? I'll fight you. Ach, der Opa. Wait, just a minute, my bad. Okay, wir müssen gegen den Opa kämpfen. Ja, ich wusste, dass es hier einen Bossfight gibt. Deswegen mache ich hier direkt Safe State, weil falls ich gegen den Opa verliere, ja. Ja, zack, 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 zack. Ey, oh. So, Pfeil. Und das direkt noch ein Pfeil. Zack. Und zack. Ah, okay. Wow! Okay. Der hat ganz schön heftige Attacken drauf. Wow! Ey! Ey! Da muss ich doch tatsächlich meine Items für den verballern, okay? Dann mach. Ah, der ist extrem langsam. Dann dreht er eine Runde. So. Ach du Scheiße, ey. So. Dann drehen wir eine Runde. Jawohl. Wow! Hey! Was? Jetzt ist es auf einmal schnell. Nee. Nicht gegen den Opa. Nein! Oh mein Gott! Spring! Oh. Trink. Okay, gut. Nicht gegen den Opa verlieren hier. So, der springt. Alles klar, so. Ah, nicht einzuschätzen. Nicht einzuschätzen. So. Zack. Und zack. Ja, geschafft. Ey, ich habe tatsächlich alle meine Items gebraucht. Das ist doch. Ist doch peinlich. Naja, egal. Oh, my aching back. Oh Mann. Wehe, da kommt jetzt noch einer. Ah, Ninja-Meister. Nein, wegen viermal entdeckt. Das heißt, von den Unschuldigen entdeckt werden zählt auch. Ich verstehe. Okay, das ist blöd. Naja. Egal. Machen wir einfach mal weiter. Schauen wir mal, wie es jetzt weitergeht mit der Story, ne? So, dann speichern wir direkt mal hier mit Save State. Doppelt hält besser, ne? So. Okay, Cutscene. Hallo, Cutscene. Ah ja, okay. Ah. Who are you? Blade, it's Izayoi. Tatsumaru, you're alive. Who's Tatsumaru? I am Sigurd, the Blue Dragon, one of the four lords of the Burning Dawn. Burning Dawn? What are you talking about? You're Tatsumaru, leader of the Azuma Ninja. Talk to a madman. Tatsumaru! It's me! Rikimaru! Ja. Ich glaube, wir nennen ihn trotzdem Tatsumarus besser. First the mountain village and now my harbor. May the gods curse Goda and those Azuma ninja. Well, if he wants to expose my secret harbor, I'll expose his secret quarantine village. Sairu!
We're going to attack Goda's weak point, his quarantined village near Goda's castle. We'll teach him a lesson in humiliation. Keine Gnade heißt das Level, okay? Krass. Ne, wir sollen als nächstes das Krankendorf neutralisieren, quasi von Goda, ne? Und genau. Aber was würde ich sagen? Mache ich gleich. Ich mache jetzt hier erstmal einen Schnitt rein, weil ich mache ja zwei Parts, ne? Gut, dann würde ich sagen, für diesen Part erstmal bedanke ich mich, dass ihr zugeschaut habt. Und dann würde ich sagen, ja, sehen wir uns gleich wieder oder bis oder morgen. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch ein Like da oder ein Abo oder auch einen Kommentar, wenn ihr wollt. Und genau, dann würde ich sagen, bis gleich dann, ne? Ciao.